Ja, dann geht das schon mal nicht. Advanced Electromagnetic Separator. Keine Ahnung, wofür man den braucht, um ehrlich zu sein. Neodonim, Rod. Und achtfach Copper. Separator. Das kann ich mal gucken, wofür man das eigentlich braucht. Ah, kann man noch ein paar mehr Kleinigkeiten raussammeln, aber ganz ehrlich, das brauchen wir garantiert nicht. So. Dann Cutting Machine. Man kann jetzt natürlich alles auf EV upgraden und sowas, aber um ehrlich zu sein, wofür? Also es bringt halt keinen Mehrwert, wenn man das alles upgradet. Habe ich das eigentlich hier auch drin? Nee. Eigentlich könnte ich die Motoren und sowas hier auch einspeichern. Dann hätte ich die auch immer auf Vorrat. Aber ganz ehrlich, so viele brauche ich davon eigentlich gar nicht. So, Washing Plant. So. Dann Item Collector. Jetzt machen wir mal richtig Fortschritt hier. Mixer haben wir auch noch kein EV. So. HV2 EV. Transformer wahrscheinlich. Coil. Ach, davon haben wir 100 Stück. Danke. Dann, was haben wir noch? Wiremill. Das in EV. Dann Centrifuge. Centrifuge. Zwar die Thermal. Ich brauche dafür Nichrom-Wire mal 4. Ah, komm. Und Centrifuge. Nein, das ist die falsche, die will ich haben. Dann Extreme Voltage Battery Buffer. Voltage. Welche davon soll ich bauen? Irgendeine. Oh gut. Brauche ich die billigste. Dann. Was ist Advanced Shape Smelter? Was auch immer der Shape Smelter ist. Nichrom Wire. Machen wir bitte 100 Stück. Mir jetzt egal. So, Smelter. Dann haben wir noch den Polarizer. Da fehlen uns wieder die Annealed Copper. Mach auch einfach mal 100 Stück, ist mir gerade egal. Und eigentlich kannst du auch mal generell Annealed Copper auf Vorrat haben. Oh nein, das wird jetzt bevorzugt. Na klasse. Ja, also ich gucke währenddessen mal kurz in WhatsApp, also nicht wundern, dass das Spiel sich nicht aktualisiert. Für die, die sich jetzt gerade wundern. Gut.
Mach ich es mal so. So, er ist fertig. Danke. Polarizer. Was haben wir hier noch? Arc Furnace. Den HV. Aluminiumkabel. Okay. Wie mache ich die? Assembler mit Rubber. Okay. Da haben wir garantiert einen von. Weil irgendwo machen wir jetzt ja eh schon die ganzen Kabel. Oder auch nicht. Ah, okay. Geht auch da drum. So. Da freut sich gerade die Crafting Queue, aber lassen wir das mal. Arc Furnace. So, was haben wir hier noch so Schönes? Das Sieb hat er irgendwie nicht angenommen. Habe ich das nicht gebaut? Ah, tatsächlich, habe ich nicht gebaut. Okay, meine Schuld. Gut, dann, was haben wir hier noch so Schönes? So, die Quest kurz. Na, okay. Dann, Secret Assembling Machine. Ups, was habe ich schon geclaimed? Das habe ich auch schon alles dann. Microwave. In EV. Wie gesagt, ich könnte theoretisch auch schon direkt alles in EV auch, in IV auch craften. Aber ich habe die Hoffnung, ehrlich gesagt, dass es nicht wieder das gleiche wird. Aber naja, das hatte ich auch bei EV. Dann Packager. In EV. Fischer. In EV. Was ist der? Advanced Fischer 3. Yep. So. Mir jetzt egal. Dann haben wir noch die Forming Press. Also es bringt halt nichts mehr, in IV alles zu bauen. Das ist so ein bisschen das Blöde, weil HV kann ich noch verstehen. EV auch bis auch nicht so wirklich. Ja, da habe ich sogar den Pulverizer komplett übersprungen. Den habe ich nie gebaut. Aber ich finde es schade, dass man einfach pauschal alles bauen muss. Naja. Metal Bender. Habe ich tatsächlich. Bending. Habe ich tatsächlich auch übersprungen, so wie es aussieht. Einfaches Aluminiumkabel. Haben wir garantiert eingespeichert. Und Wrench nehme ich einfach meine. So. Es triggern so viele Quests durch. Extruder auf EV. Ja, also wir haben jetzt mal ebenso komplett EV durchgeballert, so wie es aussieht. Weil großartig Flüssigkeiten habe ich da jetzt gerade keine mehr gesehen. Glücklicherweise. So. Okay, das ist irgendwie noch sowas.
Dann Turbine, Gas, Turbine. Das Ding irgendwie. Was brauche ich dafür? Stainless Steel Gears. Screwdriver wahrscheinlich. Yep. Klasse. Stainless Steel. Machen wir bitte 100 Stück. So. So und so. Gasturbine. Wäre tatsächlich auch eine Überlegung, das nochmal anzugucken, ob die vielleicht was bringt in höheren Dingern, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Stainless. Turbine. Casing brauche ich. So, Branch und Hammer. Wie viel brauche ich? 30. So. Ja, ich habe auch irgendwann aufgehört, die ganzen Tipps dafür durchzulesen, weil wofür, um ehrlich zu sein. Gut, dann Naquadar Fuel soll ich machen. Fuel, das ist Enriched Naquadar. Haben wir das vielleicht? Nein. Das ist doof. Okay, ich soll also das einmal herstellen und durchlaufen lassen und Naquaria. Naquadria Dust. So, wie kriege ich das? Aus dem Depleted. Okay, das heißt, ich muss tatsächlich das komplett durchlaufen lassen. Das ist nicht gut. Thorium Depleted und alles, was da drauf basiert. Okay. Thorium Fuel. Und da kriegt man das raus. Okay. Und Mox noch. Mox Fuel. Depleted und... Oh nein, jetzt fängt mein Stuhl wieder an zu quietschen. Tiny Clump auf Plutonium irgendwas. Okay. Naquadar. Enriched Naquadar. Wo kriegen wir das her? Ah, okay. Naqua. Das einfach ein paar Mal durchjagen. Gut. Krieg ich hin. Und ja, ich mache gleich ein bisschen mehr. Weil ich keine Lust habe, immer so oft zu warten. Naqua. Crushed. Zack, 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 zack und zack. Oh. Kriegt man aber jedem Mal Naqua da raus, anscheinend. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und das Ganze muss in den Kompressor rein, und zwar 9 Stück. Wow. Wo auch immer wir das Ganze enriched herbekommen haben. Gut, dann haben wir das. Dann Thorium. Dafür brauchen wir Thorium Dust. Was wir tatsächlich auch schon haben. Nett, dass wir hier mehrere Kompressoren haben und Mox können wir tatsächlich so herstellen. Okay. Da ist das Naqua da und... Das Thorium. Jetzt ist nur das Problem, wir müssen massiv aufpassen. Weil ich vermute, da
Das werden wir das jetzt rausnehmen. Das vielleicht auch mal eben kurz rausnehmen. Okay, dann lassen wir das nochmal eben weiterlaufen. So. Verbrennen wir eben. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. So. Alternativ könnten. Ja, doch, ich mach's lieber. Ich mach's lieber mit einem temporären Aufbau. Weil ich habe nämlich die Befürchtung, dass uns das alles um Ohren fliegen wird. Das heißt, Controller. Und zwar ihn hier. Eigentlich sollten wir alles dafür da haben. Yes. Wir haben die hier da. Dann. Okay, die haben wir. Die haben wir. 90, 140. Das ist 180 zusammen. Das ist tatsächlich noch kühler. Ne, das ist tatsächlich schon das Beste, was wir hinkriegen können. Denn meine Idee ist, dass wir einfach einen ganz simplen Reaktor nehmen. So. Das Ding. Exactly one. Ah, okay, das ist problematisch. Vielleicht so rum. So, und dann die anderen beiden cooler. Water. Ja. So. Und so. At least one valid water cooler and one redstone cooler. Yes. Und das hat genau einen. Ja, sollte passen. So. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass der nicht ganz so viel Hitze erzeugt. So, aber wenn ich jetzt mich das reinschmeiße, haben wir Minushitze. Das ist gut. Ich weiß nicht. Ach du Schande, wie lange hält der? Ja. Ich weiß nämlich nicht, wie gut wir das erklärt haben tatsächlich. Oh, der Stuhl nervt. Der quietscht schon wieder komplett. Ich muss mir mal einen vernünftigen Stuhl holen. Wenn jemand Tipps hat, gerne sagen. Vor allem auch Stühle, die ein bisschen breiter sind. So. Weil die Dinger, die haben unterschiedlich viel Hitze. Und tatsächlich ist Naqwa da mit 512 mit das Höchste. Okay. Das heißt, das kriegen wir jetzt stückweise hin. Wir können eigentlich mal ganz läppisch. Hopper drunter, hopper drauf. So, weil wenn man nämlich guckt,